Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Ja, im letzten Part haben wir ja angefangen, die Spezialsaga zu machen. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir aber direkt mal in den nächsten Kampf. Stärkster vs. Stärkster. Goku returns to Earth after crushing Frieza. Son Goku kehrt nach dem Sieg über Frieza zur Erde zurück. Doch die schockierende Wahrheit bestätigt sich. Frieza hat einen älteren Bruder, der nun auf dem Weg zur Erde ist. Hat Son Goku eine Chance, gegen einen extrem gewaltigen Gegner, der selbst Frieza noch übertrifft, zu bestehen? Ja, okay. Ich denke mal, das wird zu packen sein. Also wird jetzt nicht so schwer. Hoffentlich, aber wir werden mal sehen, was denn da auf uns zukommt. You! Even Piccolo sacrificed himself for me. A Saiyan born and bred for battle has no need of such feelings. So, keine großen Worte, es geht auch schon direkt los, wie man ja hier schon schön sieht. Und da war jetzt mal fett mal was dran und eine Meteor-Kombination trifft. Auf, ja, zieht aber ordentlich ab, muss ich schon sagen. Aber cooler, also cooler ist momentan noch in der ersten Form. Sieht man ja. Und eine 20-fache Kaioken-Kamera können wir auch. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das Battle ausbreiten wird. Aber ja, nochmal getroffen, sehr gut. Aber ich glaube, der verwandelt sich gleich schon. Hab ich so das Gefühl. Bleib mal schön hier. Okay, er hat sich wegteleportiert. Will jetzt ein bisschen so kämpfen oder was? Oh, warum ging denn da gerade unsere Energie weg? Keine Ahnung. Nein, das machst du nicht. Denn das wollen wir nicht, dass du dich komplett auflädst, mein Freund. Aber ich glaube, der kann sich jetzt schon... Ja. Ja, hier, Cooler verwandelt sich jetzt in seiner Form, in seiner letzten. Und ja, er ist sehr stark. Ja, wir beginnen auch jetzt. Wir werden ihn ein bisschen kalt machen. Wir machen ihn kalt. Und treffen auch schön. Schön. So will ich das sehen. Und jetzt gibt es noch eine Meteor. Nicht. Aber das gibt, oder? Ja, sauber. Und jetzt gibt es nochmal eine Meteor-Kombination. Okay, nicht. Oh, oh. Okay, die zieht viel ab. Die zieht echt viel ab. Und wir können ihn nichts anhaben, wenn wir gegen ihn, wenn wir ihn angreifen. So, oder? Okay. Ja doch, geil, wir haben getroffen. Sauber. So will ich das sehen. Eigentlich müssten wir uns in den Super Saiyan verwandeln, aber wann kommt dieser Zeitpunkt? Ah, der findet mich nicht. Der findet mich nicht. Scheiße. Ich weiß immer noch nicht, wie ich bin. Ja, okay, dann zeigen wir dir gleich mal, wie stark so ein Super Saiyan ist, aber er sieht uns echt nicht. Ich glaube, wir müssen da mal ein bisschen nachhelfen. So, da hat er uns avisiert. Und ich krieg direkt aus dem Maul. Das war ja echt schlecht. Aber wie wir aussehen, schaffen wir den auch ohne Super Saiyan. Ich sage es ja, es wird eigentlich ein Klacks gegen den. So, bam, 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 bam. So viel zieht er nämlich gar nicht ab. Also, nahe kommt er uns nicht, der Typ. Das wollen wir ja erstmal verhindern, oder? Und dann gibt es nochmal so einer drauf. Können wir uns eigentlich selber verwandeln? Nee. Wir können uns nicht verwandeln. Aber wie ihr seht, gucken wir noch. Bitteschön. Na los. Ich weiß nur darauf, dass er seine K.O.-Attacke macht. Na los. Ja, willst du so nah kommen oder was, du Muschi?
Okay, das war... Doch. Das war's. Ja, wir mussten uns nicht verwandeln, ich hab's ja gesagt, irgendwie. Guys, I did it. Da war ja Freezer ein Klacks dagegen, oder? So, stärkster bist du stärkster, erfolgreich, absolviert. Gut, was gibt's? Meister der Wunder freigeschaltet. Okay, keine Ahnung, was das ist. Aber wir speichern jetzt erstmal eine Lunde. Und machen jetzt die nächste Begegnung der ultimativen Kämpfer. Ein unbekannter Stern klammert sich an den friedlichen neuen Planeten Namek. Während Son Goku und die anderen die Gefahr abzuwenden versuchen, taucht der Wiederbelebte und mit einem Metallkörper ausgestattete Cooler auf. Der Todeskampf zwischen der Super Saiyajin-Kombo Son Goku und Vegeta und Metal Cooler steht bevor. Ja, ebenfalls auch ein Film, den ich früher auf Kassette hatte. Gibt's auch noch auf Kassette und kann man auch noch im Internet gucken. So, keine großen Worte, genau wie vorhin. Und dieser Cooler hier kommt, glaube ich, 6 oder 5 Mal. Denn die Geschichte geht halt darum, dass dieser Makaio-Stern da, der da ist, der kann, der ist dafür da, um Cooler eigentlich ewiges Leben zu schenken. Wenn jetzt ein Cooler zerstört wird, kommt halt neuer Cooler und ja, man kann ihn eigentlich nicht zerstören. Deswegen muss man halt diesen Makaio, also im Film mussten sie diesen Makaio-Stern zerstören und ja. Ich glaube, wenn wir den nämlich besiegt haben, kommt nämlich direkt noch ein Cooler. Ich weiß es jetzt nicht, ob es so stimmt direkt. Aber so viel. Weil es war ja auch noch von Vegeta die Rede. Der macht ja nur das, ey. Was eine Pussy. Ohne Witz. So, jetzt dürfen wir auch mal. Ich freue mich darauf. Auf diese Kombination. Good. You finally showed your true colors, Super Saiyan. I was beginning to get bored. So, jetzt bin ich mal gespannt. Okay, wir haben noch eine Superkabel mehr auf Lager. Und wie ihr seht, er regeneriert sich. Seht ihr? Und genau deswegen ist es halt scheiße. Das ist halt der Makaio-Stern, der ihn immer regeneriert. Und deswegen müssen wir uns beeilen und ihn töten. Und deswegen hau ich jetzt noch mal ein bisschen rein hier. Mein Gott. Und ja, er lädt sich eigentlich schnell auf, finde ich. Und deswegen hau ich jetzt, oder versuche ich jetzt erstmal ein bisschen was reinzuhauen. So. Ja, der Aufprall, der zieht auch halt viel ab. So, jetzt kriegt er nochmal rein. Ja, wieder die Attacke. Das ist ja eigentlich so das, was der, womit er sich nur wehren kann, finde ich. So, 2 Balken hat er noch. Und weg. So, 2 Balken noch jetzt. Da kriegt er noch eine Kamera drauf. So, dann. Ich weiß gar nicht. Aber was können wir eigentlich, die Transport-Kamehameha wollte ich schon sagen. Was ist für eine Kamehameha? Ah, die Zornige. Und er läuft trotzdem rein und ist K.O. Okay. Läuft. Ja, ich dachte jetzt eigentlich, wir kämpfen noch gegen Vegeta oder so. Keine Ahnung. Schade. Dann ist der Kampf wohl auch vorbei. Und hier schalten wir nichts frei. Und dann gehen wir auch direkt gleich in den nächsten Kampf. In den nächsten Kampf, schalala. Okidoki.
So, dann, wie viele Kämpfe haben wir denn noch vor uns? Und nicht mehr viele. 3, 4, 5, 6. 6 Kämpfe noch. Okay, wir kämpfen der Ultimate Kampf 3 Super Saiyajins. Nach Dr. Gerards Ableben stellte sein Computer den originalen Cyber Nummer 13 fertig. Plötzlich erscheint Nummer 13 vor Son Goku und einen anderen. Die drei großen Super Saiyajins Son Goku, Vegeta und Trunks kämpfen mit Kämpfen, die den einen Super Saiyajin sogar überlegen sind. Cool, cool. Das wird bestimmt mega geil werden. Ich hoffe es doch mal, dass es mega geil wird. Und da ist er auch schon. Goku, this time you're fighting me. All my circuits are dedicated to this. You're welcome to try, but you're hurting innocent people. Yeah. Das Coole ist halt, er kann momentan nichts machen halt, ne, wisst ihr ja. Weil er sich ja aufladen muss. Und ja, also er kann sich nicht automatisch aufladen, er ist halt ein Cyborg. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Wisst. Und ich glaube, den kriegen wir auch so drauf mit allem. Hab ich so das Gefühl, dass der sich gar nicht verwandeln kann, so wie wir den jetzt, bashen werden. Ja, er macht auch gar nichts, also. Ich finde das echt komisch. Er hat noch nicht mal ein so ein Ding voll. Und wir haben damit schon 1000. Ja, jetzt geht's los. Er hat auf einmal zwei Dinger. Und jetzt geht's los. Das ist seine Final Form. Oh, wir wechseln. Wer kommt denn jetzt? Oh, wie geht er schon in Super Saiyan Form? Ja, jetzt will Vegeta sich natürlich wieder beweisen. Alter. Nein. Alter. Ja, okay, jetzt haut der rein. Jetzt haut der Madam rein. Maximaler Flasher. So, er kann noch nichts tun. Er kommt. Was? Okay, der hat Ahnung dagegen. Alter. Der basht uns, glaube ich. Hau doch ab. Okay, wir haben wieder ein bisschen Zeit. Boah, der kommt schon wieder. Okay, wechseln wir. Ja, wir wechseln zu Trunks. Come on, Android. I'm Trunks from 20 years in the future. And in the future, you don't exist. Goku will defeat you here and now. So. Dann geht's jetzt auch mal hier los. Mit Trunks. Auch ein seltener Fall hier. Aber Trunks ist eigentlich ein guter. Ein guter Man in the Manne. In the Manne, Manne, Manne. Bam! Gibt's noch einen Bandsturm. Aber läuft, das läuft, würde ich sagen. Jetzt macht man nochmal so einen Battle. Oh oh. Boah, Glück gehabt. Das wäre es dann, glaube ich, gewesen. So. Zwei, drei Balken noch. Okay, okay, komm. Willst du noch Battle? Guck mal, Hitzekuppelangriff ist, glaube ich, unser. Und noch ein Brandsturm. Wir sollen einfach umfallen, der Junge. Und ich will einfach mal meinen Hitzekuppelangriff benutzen. Meine Hitzekuppelangriff. So, und jetzt meine Wandattacke und adios. Aber er ist hartnäckig, so wie man sieht. Alles klar. Auf den Angriff setze ich jetzt was. Okay, doch nicht. Aber er läuft immer rein, ne? Und der steht auch voll schnell wieder auf dem. So. Dann würde ich jetzt mal sagen, ein bisschen weg, mein Freund. Was? Okay, da konnte ich jetzt leider nichts tun und da hat er uns getroffen.
Leider. Jetzt gibt's auf den Sack, oder was? So. So, Brandattacke. Bäm. So, jetzt hat er nur noch so wenig. Aber komm, so ein Schwertangriff ist doch jetzt noch. Gewinner oder so. Aber K.O. K.O., Digga. Jo, da war halt Arrow schon. Das war halt schon jemand. Auch nicht so ein großes Battle hier, würde ich sagen. Und ich speichere ab. Abspeichern. Abspeichern. Erfolgreich. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Tschüss.